You have mail. The second report from Military Experiment Facility. Agent name, Tom. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature, and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Dr. Kirk stellt die ultimative Quelle sauberer Energie vor. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Regierung streicht die Finanzierung, Labor schließt. Ein Klassiker von Capcom, wie man sieht. Tragischer Unfall, Dr. Kirk stirbt nach Unfall während eines Experiments. Mal wieder im Horror-Survival. Mal keine Zombies. Sichern Sie Kirk und holen Sie ihn zurück. Diesmal gibt es Dinos. I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! Willkommen zu Dino Crisis. Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards.
You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gale handle this. All right. It's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Ja, und damit geht's los, unser neues Hauptprojekt Dino Crisis. Was passiert, wenn man ein gutes altes Resident Evil mit Jurassic Park mischt? Genau das hier. Ja, viele müssen sich jetzt erstmal wieder an den alten PS1-Look gewöhnen. Ich muss noch vorab ein bisschen was sagen. Das ist eigentlich die PC-Version. Ich wollte eigentlich die PS1-Version spielen, aber die ging einfach nicht. Da konnte ich machen, was ich will. Und dann habe ich eben die uralte PC-Version, die ich auch damals im Livestream euch schon mal gezeigt habe, rausgekramt. Und die spielen wir jetzt. Hat ewig gedauert, bis dann auch die Aufnahme geklappt hat. Ich sitze jetzt schon eine Stunde dran. Jetzt läuft endlich alles. Das Titelbild, also das Menü, also der Anfang, den hat es nicht aufgenommen. Da konnte ich machen, was ich wollte. Aber dann, sobald es dann ins Spiel losging, deswegen der rasche Einstieg, ihr habt aber nichts verpasst. So, ja, Mensch, das ist unser neues Hauptprojekt. Ich feiere es jetzt schon. Es ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Quasi damals zum Release und jetzt endlich wieder. Wir spielen also diese rothaarige Schönheit. Und jetzt müsste ich erstmal ein bisschen so die Steuerung... Ah ja, genau. Das ist wie bei Resident Evil, die typische Panzersteuerung. Damals, als das Spiel rauskam, da war ja auch gerade so ein bisschen die Jurassic Park-Welle immer noch, der Hype. Und das hat sich Capcom gedacht, ja, Mensch, das nutzen wir aus. Haben drei Teile gemacht. Der erste Teil ist super, der zweite ist ganz gut. Der dritte, über den reden wir einfach nicht. Nein, über den reden wir nicht. So, was kann ich noch? Wo ist meine Renntaste? Das werde ich nämlich... Ah, hier ist mein Menü, okay. Da können wir mal kurz gucken. Objekte. Ach je, was habe ich denn da schon alles dabei? Ich konnte übrigens keinen Schwierigkeitsgrad wählen. Es gab drei... Ich glaube, die PC-Version, die hat alles freigeschaltet, was es in dem Spiel gibt. Es gab nämlich drei verschiedene Modis. Ich habe jetzt natürlich den Originalmodus genommen. Das ist das normale Spiel. Es gab aber noch irgendwas, irgendwie so ein anderer Modus und noch ein anderer. Ich denke, das konnte man auf der PlayStation-Version freispielen. Ich hätte Regina, so heißt die gute, ich hätte ja auch schon sämtliche Kostüme anziehen können, ohne jemals was freigespielt zu haben. Finde ich ein bisschen dumm, aber natürlich machen wir davon keinen Gebrauch. Ja, demzufolge haben wir wahrscheinlich auch hier schon ein bisschen was vorab. Gutheißen kann ich es nicht, aber jo, wir müssen es ja auch nicht benutzen, zumindest solange wir es nicht brauchen, ne? Wird schon. Und ich wollte noch in das, da ist doch noch ein anderes Menü, dieses Objekte, wie komme ich denn da rein? Da geht schon los mit der Steuerung, oder vielleicht komme ich da nicht rein, weil da nichts drin ist, das könnte natürlich auch Sinn. Okay, Blutstiller stoppt Blutungen, erhöht nicht die Energie, also wir können in diesem Spiel bluten. Zur Stärkung des Körpers, das ist ne, die Energie, dann haben wir Munition. 0-0 Schrot. Für das Schrotgewehr, aber ich habe noch keins, oder? Ich hoffe doch. Nee, ich hab noch nicht mal eine Waffe. Ich habe nur Munition, aber keine Waffe. Kann das sein? Nee, sie hat eine Waffe. Sie hat ja vorhin drauf gezielt. Das werden wir vielleicht auf Equip erfahren. Genau, sie hat eine Pistole. Alter, die hat echt schon... Okay, aber das benutze ich nicht. Das benutze ich nicht. Sehe ich nicht ein. Wie gesagt, ich konnte keinen Schwierigkeitsgrad wählen. Ich meine, man hätte früher zwischen normal und leicht entscheiden können, wenn nicht sogar noch mit hart. Hier muss man es anscheinend, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich leicht sein, aber das werde ich nicht nutzen. Wir wollen es ja doch ein bisschen spannend haben. Also ich werde es nicht am Anfang nicht benutzen. Wir tun einfach so, als hätten wir das nicht. Karte. Ach man, ich drücke ständig Kreis bzw. B.
Zum Glück hat das Ding eine Controller-Unterstützung, sonst würde ich heulen. Karte, okay, das sieht typisch nach Resident Evil aus. Zielpunkt, Speicherpunkte gibt. Mixen, ich werde mich schon noch dran gewöhnen. Okay, man kann mixen. Ich weiß noch nicht, was das bringt, wenn ich das jetzt mixen würde. Ob das dann, wenn ich die zwei mixen würde, blutstillende Medizin? Ich weiß es echt nicht mehr. Es ist schon viel zu lange her. Warum muss die aber auch immer gleich rausgehen? Okay, Ende. Dann haben wir das Menü jetzt durch. Hier ist die Pause. Hier haben wir nochmal Optionen. Okay. Wo war jetzt nochmal Rennen? Da ist Rennen. Und ich habe vorhin was gelesen von wegen schnell umdrehen. Die Taste finde ich jetzt nicht. Ah doch, R2. Okay, gut. Ist auch wichtig. Gut, dann bin ich jetzt wieder ungefähr im Spiel drin. Und dann können wir ja loslegen. Ich gehe jetzt absichtlich nochmal zurück, einfach um zu gucken, ob da noch was ist. Beim Hinterhof. Wir gucken uns alles in Ruhe an. Es wird ein Atmo-Durchgang, wie ich immer so schön sage. Wir haben Zeit. Dino Crisis, wie gesagt, damals für die PlayStation 1 erschienen. Lehnt sich eindeutig an die alten Resident Evils. Steuert sich so, spielt sich so, hat die gleiche Mentalität. Ich glaube auch das gleiche Entwicklerteam. Also klar, Capcom war die gleichen, genau die gleichen Leute saßen rein. Beschränkter Zugriff, Hilfsgeneratorbereich. Hilfsgeneratorschlüssel wird benötigt. Ah ja, okay. Gut, dann halt so doch da lang. Ja, eventuell werden wir auch Teil 2 irgendwann spielen. Aber dann hört es auch schon auf bei der Serie. Schade, dass da nichts mehr kam. Ich finde Dinos cool. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Okay, wird gemacht, Chef. Gucken wir uns in Ruhe um. Der Raum der Wachen. Es ist dunkel und es scheint niemand da zu sein. Okay. Wie gesagt, nix. Er sieht um sich. Ja, die ganzen Patronen, die da rumliegen. Eindeutig ein Kampf. Wurde mit enormer Kraft zerrissen. Ah, das ist hinter einem Gitter, das sehe ich jetzt erst. Ja, es gibt bestimmt einige, die das Spiel nicht kennen. Ich bin mal gespannt, wie ihr das so findet. Man muss natürlich mit Retro-Horror-Survival-Games was anfangen können. Aha, ist das verschieden? Ah, ja. Gegenstand neben Blutstiller, ja. Nimm mal mit. Verhindert Schwächung durch Blutungen. Ich darf ja gar nicht mehr haben. 2 von 2. Na toll. Also muss ich das jetzt liegen lassen, weil ich es eh schon habe. Naja, das ist ein bisschen auch, dass die Items sich so drehen, so à la Metal Gear Solid. Ich weiß nicht, ich fand das in Resident Evil schöner gelöst, dass es einfach so ein bisschen einfach rumliegt. Ein bisschen blinkt vielleicht. Mit dem B1-Hilfsgenerator-Raumschlüssel verschlossen. Okay. Alles klar. Was hier auch ein gravierender Unterschied ist gegenüber Resident Evil 1, 2 und 3, ist, dass es hier eine 3D-Grafik ist. Das sind keine gerenderten Hintergründe. Deswegen sieht das Spiel jetzt auch schon ein bisschen alt aus. Ne? Klar, Resident Evil 1, 2, 3 sieht auch alt aus, aber da waren die Hintergründe wenigstens noch schön detailliert. Und die bleiben das auch für den Rest ihres Daseins. Aber hier ist es halt schon ein bisschen alt und pixelig, wobei hier noch ein Filter drüber liegt. Hier sind Zementsäcke gestapelt. Auf der PlayStation-Version würde das definitiv noch pixeliger aussehen. Da könnt ihr aber drauf wetten. Nichts Brauchbares. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, und auch wenn das jetzt eventuell der leichte Schwierigkeitsgrad ist, wie gesagt, ich konnte es nicht anders auswählen. Aha.
Nee, ich kann das auch nicht verschieben, weil... Ah, doch. Wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Es gibt in dem Spiel Rätsel, es gibt schöne Schocker, also die Atmo wird darunter definitiv nicht leicht leiden. Wie gesagt, ich habe auf Original geklickt, das anderen waren so ganz komische Modis und unter Original verstehe ich das Originalspiel. Und, ja. Naja. Wiederbelebung. Ja. Wie soll denn das funktionieren? Vielleicht neues Leben mit voller Kraft. Wird das automatisch benutzt, oder? Ach nee, guckt mal hier. Ach, das wird neu gedings. Ach, ist das blöd. wie groß ist denn mein Inventar? Gab's eine Kiste im Spiel? Ich glaube nicht, aber warum wird das dann so komisch gesteckt? Naja. Okay, also krieg ich's doch. Wirkt nach Verlust eines Lebens. Klingt so, als würde es automatisch benutzt werden. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Okay. Das übliche Zeug zur Unterhaltung der Einrichtung. Nichts Brauchbares. Die Worte Hilfsgeneratorbereich Erdgeschoss sind in ihn geritzt. So, kann ich hier auch so Items prüfen? Genau, also schade, ich kann die Items nicht drehen, aber hey. Genau, sind geritzt, genau das gleiche, was wir eben erfahren haben. Sonst ist hier nichts, ne? Ich denke, mit dem Schlüssel soll ich jetzt zurücklaufen. So, ihr könnt mir gerne eure Meinung zu Dino Crisis, beziehungsweise allgemein so... Was haltet ihr von der Idee, dass man mal die Zombies rausnimmt und dafür Dinos reinnimmt? So ein bisschen härteres Jurassic Park-Dingens? Könnt ihr mir gerne mal mitteilen. So, bist du jetzt hier? Er sieht sich um, okay. Ja, das ist aber nicht der Schlüssel, den ich... Weil das hieß ja Erdgeschoss oder so. Das passt hier ja nicht, ne? Genau. Okay, dann gehen wir mal zurück. Mal schauen. War da hinten noch nicht. Rick can handle the inside of the facility on his own. Ach so. Ja gut, dann helfe ich ihm halt nicht. Du bist ja auch voll produktiv da und guckst dir ewig lang die Muni an. Oh. Rick here. I'm in. The place is deserted though. I have a very bad feeling about this. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility's been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Mann, ist der freundlich. Ja, am Anfang noch alles schön ruhig, ne? Muss man genießen. Wohin? Ah, wahrscheinlich dahin. Wenn da jetzt offen ist. Ja. Ja, wir werden es einmal ganz normal durchspielen. Keine besonderen Extras oder sonst wie was daraus machen. Immer fast jeden Tag so um die 20 bis 25 Minuten. Schönes Retro-Horror-Feeling. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man keine gerenderten Hintergründe hat, dass die Kamera manchmal so schön mitzieht. Die Kameraperspektiven sind ja auch ganz nett. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Hier ist wohl nicht mehr zu helfen, ne? Hast du was bei dir? Gegenstand neben Medizin M. Ja klar. Bringt die volle Kraft zurück. Nice. Noch was? Der Körper wurde offenbar von scharfen Klingen brutal zerfetzt. Vor kurzem verstarben ist. Jetzt habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt. Der Zustand des Blutes weist darauf hin, dass das Opfer ist. Vor kurzem starb. Ja, eindeutig. Okay. Sie wurden sicher zum Transport von Gütern benutzt. Ich mag das, wenn alles kommentiert wird.
Womöglich wurden sie zur Brennstofflagerung benutzt. Sie sind leer. Okay. Lass mich raten, ich soll vorgehen. I'll stand guard here. You go inside and take a look around. Ja, Wesker. Nein. Ich weiß nicht mehr, ob er böse ist. Ich glaub's einfach mal nicht. Das sind wir im Hilfsgeneratorraum. Okay. Ein Schaltfeld, das die Stromzufuhr regelt. Mittlerweile kann man ja eigentlich die PS1 Horror-Games nicht mehr als Horror-Games bezeichnen. Es sind ja jetzt eigentlich eher so Grusel-Adventures, könnte man sagen, ne? Das scheint ein Hinweis zu sein, vermeiden Sie die Benutzung der Batterien des anderen Stockwerks und umgekehrt. Aber vor 20 Jahren, wo das noch High-Tech, High-End-Grafik war, etc., da hat das unglaublich gewirkt, Leute. Also für die jüngeren Zuschauer, die das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können. Ein Verteiler, der die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt. Ein Batterieladegerät. Wenn ich die Batterie hier einsetze, kann ich sie laden. Ich habe gar keine Batterie. Aber so oder so, egal ob wir das jetzt als Horrorspiel oder als Grusel-Adventure bezeichnen, Hinweis zum Notstromgerät. Lassen Sie das Gerät die Batterien einstellen. Die Batterien müssen stets geladen sein. Mhm. Egal wie wir es bezeichnen, wir werden hier auf jeden Fall eine schöne Grusel Atmo haben mit ein paar netten Schockern. Ich erinnere mich da vor allem an einen ganz, ganz hiesen Schocker. Der hat mich damals mit meinen jungen Jahren damals noch doch sehr fertig gemacht. Ach ja, das ist ein Rätsel. Man achte auf die Farben dieser Schalter. Rot, blau, grün, weiß. Gucken wir uns jetzt das hier genauer an. Rot, das sind drei Knöpfe. Welchen wollen Sie drücken? Links, Mitte, rechts. Okay, rot, blau. Ich werde jetzt mal den rechts drücken. Okay, es wird getauscht. Gut, das ist sehr einfach. Dann mache ich Mitte. Rot, blau. Und jetzt nochmal rechts. Rot, blau, grün, weiß. Ich denke, ja, es passiert aber nichts. Achso, vielleicht hier jetzt, dort ist ein Schalter. Willst du ihn betätigen? Jo. Okay, läuft. Der Generator ist an. Was jetzt abgeht. Oh. Gail? Ich glaube, da braucht jemand meine Hilfe. Halt, ich habe das noch nicht gelesen. Es scheint ein Hinweis zu sein. Vermeiden Sie die Benutzung der Batterien des anderen Stockwerks und umgekehrt. Warum? Zur kurzen oder was? Schalte, dass die Stromzufuhr regelt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob Gail Hilfe braucht. Wo ist er? Oh, hier haben wir... Ein Raptor! Nein, 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 nein! Okay, warte, warte, warte. Auch hier auf die Blutlache achten, glaube ich. Ich glaube, der lebt noch. Soll ich draufschießen? Ich gehe nicht hin. Ja, ich wusste, der lebt noch.
Komm, steh auf. Ah, die halten doch ganz, die halten doch gut was aus. Okay, da bin ich ja beruhigt, dass es nicht so einfach ist. Blutlache, wie bei Resident Evil. So muss das. Muss die Frau eigentlich nachladen? Kann die nachladen? Ja, unser erster Raptor, unser erster Dino. Da liegt er nun. Und Geld scheint es nicht gut zu gehen bei dem Blutverlust. Ich wollte jetzt nochmal, Taste, hier. Nachladen? Ist das in dem Spiel wichtig, oder? Keine Ahnung, ob sie jemals nachladen muss. Wir werden es ja merken. Okay. Ach, schön. Auch die Geräusche der Dinosaurier, das ist einem doch gleich vertraut zu, ja, Jurassic Park eigentlich. Ich weiß ja nicht, wer es erfunden hat, wie Dinos, was Dinos für Geräusche machen, aber das ist an Jurassic Park angelehnt, auf jeden Fall. Das war doch schon wiedererkennungswert. Und das ist auch schön so. Ich mag die Reihe sehr. Auch den neuesten Film finde ich sehr gut. Auf jeden Fall deutlich besser wie Teil 3 und so. Ach, die andere Hälfte hat er jetzt sonst wohin geschläft, der Dino. Ah, so sind sie. So, wo ist Gale? Was ist los? Ich nehme an, ich soll jetzt zu dem anderen gehen. Good news! I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Ho-ho! Now that's a good one. So, who was it? Ernie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real? What's going on over there? All right. Head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Okay, da müssen wir hin. Versuchen wir es. Ja, okay. Ist manchmal, ne, wenn die Kamera so von oben ist, dann wünscht man sich natürlich, dass man die irgendwie hinter sich fokussieren kann, aber da hast du keine Chance. Da musst du ins Ungewisse laufen. So, und jetzt sind wir endlich mal in der Anlage drin. Da geht's jetzt so richtig rund. Hier werden wir viel, viel Spaß haben. Und die Story ist auch nicht zu verachten, finde ich. Oh, allein wenn ich die Flure sehe. Ja. Also ich auf ein paar schöne Schocker gefasst. Ja. Hilfe. Ist von der anderen Seite verschlossen. Hier hängt ein Zettel. 10 Uhr, Dr. Kirks Vorlesung. Die Zukunft des Stabilisators. Mhm. Oh Gott, ist das wieder drin? Mein Lüftungsschacht. Ich glaube, ich kann dort hinaufklettern. Mach mal langsam. In den Schacht klettern? Nein. Ich wollte hier noch ein bisschen gucken. Sagt sie nix. Ja, das ist, ne, das einfach nur das Geräusch, ohne dass was passiert. Und hier brauche ich wahrscheinlich einen Code oder so. Soll der Schalter benutzt werden? Probier's. Nichts, okay. Also durch die Laserschranken brauche ich es erst gar nicht zu probieren, also muss ich durch den Schacht. Oh, Wartungsgang A1F. Ja, auch diese Ladesequenzen, ne? Die Tür, wie die Tür aufgemacht wird und so, das ist natürlich so Resi-Style. Man fühlt sich gleich wie zu Hause. Ja. Diese Geräte scheinen die Stromverteilung der Einrichtung zu steuern. Okay. Ja, das war's schon. Ist ja zum Glück kein allzu... Ah ne, da hinten geht's noch weiter. Will ich dahin? Das ist nix. Abseilen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin will. Da hinten hätte, da vorne hätte ich mich auch abseilen können, oder?
Abseilen, ja. Schauen wir erstmal hier. Steuerzentrale. Ach, da wollten wir auch hin. Ist vielleicht auch sinnvoll, dass wir erstmal dahin gehen. Halt. Das mit. Gegenstand nehmen. Ja. Munition. Wie verkehrt? Was ist das hier? In der Notfallbox kann Medizin gelagert werden. Zum Öffnen der Notfallbox wird ein Stecker benötigt. Du hast nicht genug Stecker. Okay. Dann gehen wir jetzt da wohl. Wartet mal, ich möchte mal auf die Karte gucken. Ah ja, ich bin genau da, wo ich hin soll. Ja gut, dann nehmen wir das noch mit. Der erste Part kann ja ruhig ein bisschen länger gehen und dann haben wir einen guten Abschnitt geschafft. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah, I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay. Then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Okay, das ist unser Plan. Es geht so richtig los das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne doch Feedback, was ihr von dem Spiel haltet. Natürlich, ne, Retro, Grusel. Aber das muss auch mal wieder sein, nachdem wir so ein aktuelles Spiel wie Resi 7 gespielt haben. Jetzt mal wieder fast zurück zu den Wurzeln. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf, hier weiterzumachen. Und ich wünsche euch nur das Beste. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Part, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, bis es hier wieder heißt, Let's Play Dino Crisis.